Das KGV, eine der beliebtesten Kennzahlen und bei den meisten Investoren Synonym für kein Geld verdient, weil sie das KGV falsch verwenden. Ich behaupte, mindestens 9 von 10 Investoren benutzen das KGV falsch. Und ich werde in dem Video zeigen, wie diese falsche Verwendung aussieht. Und danach zählt man dann hoffentlich nicht mehr zu den 9 von den 10. Ich selbst, mein Name ist Thorsten Tietz, ich betreibe die Seite Aktienfinder.net. Das ist ja der Aktienscreener für Wachstumswerte oder eigentlich die Plattform für den langfristigen oder für das langfristige Investorenglück, so könnte man es mittlerweile auch schon bezeichnen. Gehen wir jetzt aber zum KGV und ich habe hier mal ein kleines Excel vorbereitet. Machen wir mal ein realistischeres Beispiel für den Start. Ja, noch realistischer machen wir hier das hier. Das KGV sagt ja aus, mit dem wievielfachen Gewinn eine Aktie bewertet ist. Haben wir hier einen Kurs von 20 und der Gewinn ist 2, dann teilen wir das und kommen auf ein KGV von 10. Also hier oben ist also der Börsenkurs, hier unten ist dann der Jahresgewinn drin. Und die grundlegende Erwartungshaltung der meisten Anleger ist, je kleiner die Zahl hier, umso besser. Das heißt, umso billiger ist die Aktie. Das heißt, wenn der Kurs sich halbiert, hier sind nur noch 10, dann haben wir ein KGV von 5, dann ist es gut, dann ist es besser, als wenn der Kurs die gleiche Aktie hier für 20 zu haben ist. Ist jetzt erstmal nicht falsch, wenn ich die Aktie zum halben Preis kriegen kann, ist schon mal nicht schlecht, ist ja die gleiche Aktie, kann also so verkehrt nicht sein. Grundlegend ist also, hier halten wir fest, je niedriger das KGV, umso besser. Und das ist schon ein grundlegendes Problem, weil wir haben hier eben, ja, hier geht es nur um billig. Und zu was führt billig bei der Aktienauswahl? Da habe ich hier mal aus dem Aktienfinder mir die Aktien gezogen. Sind nicht ganz alle, aber es reicht für unser Beispiel aus. Habe ich hier mal aufsteigend sortiert nach dem KGV. Und dann gucken wir mal, was wir denn so kriegen, wenn wir nach einem günstigen KGV, also nach billig gehen. Da hätten wir hier als erstes Indivia, ist ein Spin-off von Reckitt Benckiser, eine britische Firma. Und da gucken wir mal, hier geben wir mal das Symbol ein. Und dann sehen wir hier Indivia. Und da checken wir erstmal das KGV. Und da sehen wir hier tatsächlich, wir haben KGV von 1,4. Also wir bezahlen quasi kaum mehr für die Aktie, als die Aktie hier an Gewinn ausgewiesen hat in 2018. Und ja, noch besser, im nächsten Jahr ist das KGV quasi bei Null, gibt es überhaupt keins mehr, weil die Aktie dann Verlust machen wird. Wir sehen, dass die Aktie langfristig kein besonders gutes Investment ist. Die hat hier sie war knapp 5 britische Pfund teuer, vor kurzem noch. Momentan gibt es sie zu haben im Ausverkauf für 41 britische Pence. Wir sehen hier auch, dass hier mit langfristig, also dass hier fundamental die Aktie nicht gerade glänzt, beziehungsweise das Unternehmen. Langfristiges Gewinnwachstum, Fehlanzeige. Und vor kurzem hat die Aktie um über 70% an einem Tag verloren, weil das amerikanische Justizministerium Indivia auf 3 Milliarden US-Dollar verklagt hat, mindestens wegen Betrug. Gehen wir jetzt aber nicht zu arg ins Detail. Wir sehen hier also, was wir jetzt kriegen an diesem Beispiel, wenn wir nach billig gehen. Gucken wir mal das nächste, das wäre deleterium. Britischer Automobilzulieferer. Nicht britisch-belgisch. Gucken wir uns das mal an. Und prüfen erst wieder das KGV. Ist es hier 1,93? Stimmt. Und wenn wir uns hier mal den Gewinn angucken, dann sehen wir, und das ist ein weiteres Problem des KGVs, dass der Gewinn nicht repräsentativ ist. Wir sehen, dass hier irgendwas passiert ist, was den bilanzierten Gewinn in die Höhe getrieben hat. Man sieht es auch hier, dass die Nettomarge deutlich über die operative Marge springt. Das heißt, wir haben ja quasi außergewöhnliche Geschäftsvorfälle. Wir gehen jetzt gar nicht ins Detail, was hier wirklich passiert ist. Wichtig ist hier nur festzuhalten, dass das KGV von 1,93 nicht repräsentativ ist. Wenn wir uns hier den Gewinn angucken, dann sehen wir hier, dass der auch abseits dieses Ausreißers doch ziemlich stark schwankt, was ebenfalls zu stark schwankenden KGVs führt. Hier haben wir mal ein KGV von 31, dann hier sind es 21, 23, hier sind es knapp über 10, dann hier mal unter 10, um die 10.
Das heißt, wenn man hier die Aktie nach dem KGV kauft, dann ist es ein reines Glücksspiel. Mal ist sie vermeintlich unglaublich günstig, mal ist sie extrem teuer und überbewertet. Hat einfach damit zu tun, wie gesagt, weil der Gewinnverlauf hier einfach unstabil ist. Ein unstabiler Gewinnverlauf ist kein Qualitätsmerkmal aus meiner Sicht für ein langfristig erfolgversprechendes Investment. Und das sind jetzt also schon mal hier, wenn wir die ersten zwei Aktien uns angeguckt haben, haben wir hier zwei grundlegende Probleme. Also wir haben Problem 1, niedriges KGV, legen wir uns quasi Schrott ins Depot. Problem 2, niedriges KGV, aber das niedrige KGV ist nicht repräsentativ. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und hier eine kleine Watchlist gemacht nach dem Motto, was holen wir uns denn ins Depot, wenn wir nach dem niedrigsten KGV gehen? Und das sehen wir jetzt. Da haben wir jetzt also die Aktien mit dem niedrigsten KGV, die 10 Aktien mit dem niedrigsten KGV. Und ich habe hier mein Ranking gemacht. Da schaue ich einfach nach einem stabilen Gewinnwachstum, quantifiziert anhand des bilanzierten Gewinns und des operativen Cashflows. Und da sieht man, wie unterschiedlich die Aktien abschneiden. Indivia haben wir gerade angeschaut, also fundamentaler Schrott kann man schon sagen. Wir haben auch andere Aktien, die man sich wohl nicht ins Depot legen sollte, wenn man auf langfristig steigende Dividenden und Kursgewinne aus ist. Wir haben eine Volkswagen, Salzgitter, E.ON, auch die Leteren beispielsweise. Da gibt es eben kein langfristiges Gewinnwachstum. Interessant übrigens, dass es hier keine Aktie aus den USA gibt. Also wir haben ja sehr viele Aktien aus Deutschland und aus dem europäischen Umfeld, aber wir haben eben noch keinen einzigen Amerikaner. Naja, wir haben auch Aktien drin, die durch langfristiges Gewinnwachstum glänzen. Die haben wir uns also trotz eines niedrigen KGVs reingeholt. In diesem Falle ist es dann aber eher so, dass wir die Aktien reingeholt haben, weil das niedrige KGV nicht repräsentativ ist. Bei Tech-Immobilien ist nochmal eine eigene Geschichte. Das ist ein REIT und da ist der bilanzierte Gewinn sowieso aussagelos, weil da müsste man eher nach den Funds from Operations gehen. Also ein buntes Gemisch an Aktien und es entspricht also keiner wirklich, aus meiner Sicht jedenfalls, erfolgversprechenden Investmentstrategie, dass man sich jetzt die Aktien ins Depot gelegt hat und jetzt sagt, mit denen werde ich langfristig glücklich. Mit ein paar vielleicht, aber mit relativ vielen eher unwahrscheinlich. Und was ist das grundlegende Problem? Das ist der falsche Fokus oder der einseitige Fokus. Der Fokus im KGV liegt komplett auf billig. Heißt nicht, dass billig automatisch schlecht ist. Gegenbeispiel ist ja der Aktienfinder, der ist ja billig, aber wie ich meine, nicht schlecht. Aber das Risiko ist eben da, dass man sich da in der Aktienwelt jetzt nochmal schlechte Dinge ins Depot holt. Und das prinzipielle Problem beim KGV ist der einseitige Fokus auf billig. Und der richtige Fokus, meiner Meinung nach, wäre der Fokus auf Qualität zunächst zu setzen. Denn es ist ja jetzt nicht so, dass die meisten Investoren deshalb Geld verlieren, weil sie gute Aktien zu teuer kaufen, sondern weil sie schlechte Aktien vermeintlich billig kaufen. Analog oder beziehungsweise deshalb gibt es hier im Aktienfinder selbst kein KGV. Da habe ich also das KGV, obwohl das eine der beliebtesten Kennzahlen überhaupt ist, gemeinsam mit der Dividendenrendite verbannt. Das war auch ganz lustig auf der Invest, als ich dann den Ausstellern bei der Präsentation des Aktienfinders erzählt habe, dass ich kein KGV im Screener habe. Und so, oh Gott, kein KGV, kein KGV. Das könnten wir unseren Kunden überhaupt nicht erklären. Dass es doch funktioniert, ich denke, das zeigt der Aktienfinder. Und da haben wir jetzt eben Kennzahlen, die Qualität des Unternehmens versuchen eben zu messen anhand stabil steigender Gewinne. Hier haben wir dann auch noch den entsprechenden Wachstumsraten und das gleiche eben auch für die Cashflows, also operativen Cashflows und Umsätze. Und hier sucht man sich dann entsprechend erstmal die Aktien raus, die erfolgversprechende Investments sind. Und jetzt in einem zweiten Schritt, erst dann kommen wir zu dem KGV. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel 3M angucken, dann gucken wir uns, dann sehen wir hier erstmal die langfristig steigenden Gewinne. Mir ist bewusst, dass 3M momentan ein gewisses Problem hat. Das sehen wir ja übrigens hier. Wir sehen hier den Kurssturz momentan
auf 185 US-Dollar. Und jetzt sind wir übrigens nah oder relativ nah am fairen Wert, und wir hatten mal Preise gehabt hier von 260 US-Dollar. Und da war halt die Aktie auch sehr stark überbewertet, und jetzt ist er eben wieder entsprechend zurückgekommen. Es soll aber nicht um 3M gehen. 3M habe ich ja ein eigenes Video gemacht. Hier geht es um die Verwendung des KGVs, wie man das KGV sinnvoll verwenden kann. Und zwar wird hier das KGV nicht verwendet im Aktienfinder, um einfach quasi billige Aktien zu finden. Also nicht verwendet hier oben, um die passenden Aktien auszuwählen. Die passenden Aktien werden hier anhand langfristigen Gewinnwachstums ausgewählt in erster Linie. Natürlich kann man dann auch dividendenbasierte Kennzahlen und so weiter einfließen lassen, aber in erster Linie aufgrund langfristigen Gewinnwachstums. Und dann, wenn wir qualitativ hochwertige Unternehmen, erfolgversprechende Unternehmen ausgesucht haben, dann gucken wir uns an, wie die bewertet sind. Und dann nehmen wir dann das KGV zu Hilfe. Und wir nehmen hier nur das KGV quasi, um dasselbe Unternehmen mit sich selbst zu vergleichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und wenn wir ein bisschen hier näher reinzoomen, und hier sehen wir dann, dass 3M eben immer höher bewertet worden ist, also das KGV ist immer stärker gestiegen, was einen Kursrücksetzer eben immer wahrscheinlicher gemacht hat, und der ist ja jetzt dann entsprechend auch gekommen. Und so kann man das KGV, meine ich, verwenden. Und übrigens, und das ist jetzt auch noch ganz wichtig, nicht nur das KGV, man kann das gleiche ja auch mit dem KCV machen. Und das KCV ist oft sogar das bessere KGV, weil der operative Cashflow weniger Ausreißer hat als der bilanzierte Gewinn, weil viele Einflüsse sind gewinnwirksam, aber nicht Cashflow wirksam, also beziehungsweise nicht wirksam auf den operativen Cashflow. Das würde jetzt aber wahrscheinlich zu weit führen, das zu erklären. Aber ich möchte es nochmal erwähnt haben. Wichtig bleibt nochmal zu wissen, das ist jetzt das Fazit: Das KGV setzt den falschen Fokus, oder es setzt einen einseitigen Fokus, nämlich den Fokus auf billig. Billig ist aber kein geeignetes Auswahlkriterium, um sich qualitativ hochwertige Aktien ins Depot zu holen. Und wir haben darüber hinaus gesehen, dass das KGV oft nicht sinnvoll verwendet werden kann, weil der Gewinn nicht repräsentativ ist. Hier ist das KCV oft besser. Nichtsdestotrotz würde ich auch das KCV nicht verwenden für die Aktienselektion hier quasi im oberen Teil. Das KGV kann verwendet werden hier, um zu gucken, wie ein und dasselbe Unternehmen quasi im historischen Verlauf, ob es momentan eher günstig zu haben ist oder eher teuer ist. Und ganz wichtig eben nochmal dieser kleine Spruch, ich glaube, der kommt sinngemäß von Graham: Investoren verlieren nicht deshalb Geld in erster Linie, weil sie gute Unternehmen zu teuer kaufen, sondern weil sie schlechte Unternehmen, oder sagen wir, vermeintlich billig kaufen. In diesem Sinne hoffe ich jetzt, dass es ein bisschen klarer geworden ist, wie man das, welches die Fallstricke des KGV sind. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.